Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich mal wieder einen kleinen Test machen. Und zwar habe ich Kunst schimpft sich das. Das von Thomas Philips ist auch eine Eigenproduktion. Und zwar Acryltransparent Lasur glänzend. Eigentlich zum Versiegeln von Acrylgemälden. Ich werde das aber jetzt mal in die Farbe einrühren und schauen, ob es, wenn es trocken ist, ob es dann vielleicht wirklich glänzt und ob es sich natürlich auch verträgt mit unserer Farbe und alles. Aber wichtig ist, vielleicht kann man hier einen Schlussfinish bekommen, wo glänzend ist. Schauen wir mal. Bild ist 24 auf 30 cm, ist ja nur ein Testbild. Ich zeige euch jetzt aber noch kurz die getrockneten Bilder, die zwei großen, wo ich gemacht habe. Das war das erste. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen das gleiche Problem. Ihr seht, die Zellen sind ziemlich stark auseinandergelaufen. Ich hoffe, ihr seht alles. Muss mal schauen in die Kamera. Ja. Ich kann euch kurz nochmal einen Vergleich zeigen. Ihr kennt vielleicht meine alten Bilder noch. Die habe ich schon eingepackt. Und zwar wegen diesem Vinylkleber. Seit neuestem ist der einiges dünnflüssiger. Ihr seht hier, das ist eigentlich gleich ähnliche Technik und da sind die Zellen eigentlich gut geblieben. Ja, das ist ein bisschen das Problem, was wir gerade mit dem Vinylkleber haben. Habe vor kurzem nochmal mit Gerstecker gesprochen, also mit der Victoria. Sie hat gemeint, sie prüfen das nochmal. Ich habe auch nochmal einen Kanister, was von dem Produktionsdatum das war und so weiter, ihnen nochmal geschickt. Und jetzt schauen wir mal, ich hoffe es wird wieder besser, weil so ist es etwas, ihr seht im Vergleich. Gut, der Rahmen war nicht ganz gerade, ein bisschen ist es in die Mitte gelaufen, aber ihr seht, wie die Zellen ziemlich auseinandergelaufen sind. Ich meine, es hat trotzdem was, ein schöner Effekt. Das zweite große Bild, wo ich dann auch mit Kammtechnik gearbeitet habe, das ist besser geblieben. Ich hoffe, ihr seht es. Ups. Ist halt groß, ne? Klar. Das ist ja 80, 40 cm. Also das ist einiges besser geblieben. Dieses habe ich ja auch mit dem Cell Creator gemacht, nicht mit dem Silikon. Vielleicht Cell Creator auch ein bisschen besser, ich habe keine Ahnung. Aber ja, was soll ich sagen? Ist halt so, es hat trotzdem was. Ich hoffe, wie gesagt, die bekommen den Vinylkleber wieder richtig hin. Dann wird das. Also die, wo mich vielleicht heute zum ersten Mal sehen, dieser Vinylkleber Artist Junior von Gerstecker, auch eine Eigenmarke. Super Produkt eigentlich, super Preisverhältnis. Und ich hoffe, wir schaffen das wieder, dass es etwas dicker wird wieder. Dann passt es. Farben habe ich angemischt, nur im Prinzip Himmelblau von Amsterdam und dieses Bright Aqua Green von Liquitex und Weiß. Also, ich zeige euch nachher kurz, wie ich es einfülle. Ich sage einfach mal, ich denke mal, ich mache erstmal so 10% rein, vielleicht ein bisschen mehr. Das Gläschen kostet 1,99 und da sind 75 ml drin. Jetzt schauen wir mal. Also lasst uns starten. Also lasst uns starten. Ich nehme jetzt mal von diesem Gläschen. Ja, riecht nicht anders wie Acrylbinder. Macht einfach mal einen guten Schuss rein. Ob das jetzt 10% sind oder nicht, ihr kennt mich ja, ich bin nicht ganz so genau. Es ist halt eine günstige Alternative zu diesen teuren. Wenn ich jetzt natürlich da die ganze Flasche reinmachen muss, lohnt
lohnt sich das schon wieder nicht mehr. Wobei, das ist jedem selber überlassen. Das macht die Farbe auch etwas dicker. Ich denke mal, da muss man auch gut umrühren, dass sich das richtig verteilt. Da kleckere ich schon wieder. So. Jetzt habe ich vor lauter Reden vergessen, was ich machen wollte. Guck mal, wir machen das, was viele gerade machen. Dieses in der Mitte aufgießen und nach außen ziehen. Habe ich jetzt eigentlich noch nie gemacht. Ich finde es, ja, gefallen. Also nicht gefallen würde ich nicht sagen. Ich finde es ein bisschen langweilig, aber gut, das ist auch Geschmackssache wie immer. Oder wie alles. So, ja, was mache ich denn rein? Komm, ich mache Cell Creator rein. Kennt ihr ja, gehe ich mal davon aus. 1, 2, 1, 2, 2 Tropfen reichen. Nochmal etwas umrühren. So, ich ziehe jetzt aber erstmal, ups, eine weiße Line. Eine von diesem Blau. Und eine von diesem Grün. Ich setze jetzt hier nochmal außen weiß, dass wir einiges an Material haben. So. Ha. Okay. Keine kleine Spachtel, wartet geschwind. Nein, doch tatsächlich Spachtel vergessen. Ich nehme einfach diese kleine. Jetzt wartet mal, ich mache mal die Luft ein bisschen raus. Das ist das nächste Problem. So, und dann? Nehmen wir das einfach hier heraus. Brauchen wir gar nichts abmischen, abwischen, denke ich mal, weil doch besser etwas gemischt, aber ich denke mal doch ein bisschen abziehen ist besser. Dann kommt die Farbe besser durch. Seite. Ich erhitze es mal noch mal kurz, ob dann gleich was passiert. Machen wir die andere Seite. Was mir jetzt auffällt, ziemlich weiße Bläschen. Also weiße Zellen. Das passiert gerade. Und da mir das noch nicht ganz gefällt, machen wir einfach noch eine blaue Linie drüber. Kurz nochmal die Bläschen raus. Damit wir noch ein bisschen mehr Blau reinbekommen. Brauchen wir ein neues Tuch. Dann haben wir wegen ein bisschen mehr Blau drin. Andere Seite.
Aber die weißen Zellen kommen natürlich auch, weil ich ja außenrum noch weiß gemacht habe. Ich zeige euch mal, dass wir die Ränder auch ein bisschen zu haben. Okay. Also wie gesagt, geht nicht direkt um das Bild, sondern um jetzt auch mal den Test. Ob das funktioniert mit diesem, ja, zum Versiegeln, ob es glänzen wird. Steht ja nur Kunst drauf, mehr steht nicht drauf. Gut, dann hitzen wir das nochmal zum Schluss. Gut. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Farbenspiel drin durch das Blau. Das war es dann eigentlich schon mit dem Bild, weil ich oder wir jetzt abwarten müssen, bis getrocknet ist, ob es dann wirklich glänzend rauskommt oder nicht. Wir schauen. Ich lasse vielleicht jetzt trotzdem noch mal kurz 10 Minuten einwirken, lasse die Zellen ein bisschen arbeiten und dann zeige ich es euch noch mal von nahem. Und dann natürlich dieses Mal auch gleich, wenn es getrocknet ist. Und dann schauen wir mal. Also, bis gleich. So, Freunde jetzt von heim. Also ihr seht eigentlich nichts Besonderes dieses Mal. Es geht halt wirklich jetzt darum, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Wobei die weißen Zellen auch was haben. Ist jetzt nicht mal so ein farbenfrohes Bild, wie ihr sonst von mir gewöhnt seid. Aber muss ja auch nicht immer. Okay, dann zeige ich es euch gleich, wenn es getrocknet ist. Und dann bin ich echt mal gespannt. Also, bis dann. Jetzt ist das Bild getrocknet. Ich zeige es euch mal. Man hat einen leichten Schimmer drauf. Wie gesagt, ich habe auch nicht viel reingemacht von diesem... Ja, ich sag immer noch Acryl Schlusslack. Was mich aber erstaunt, und zwar die Zellen sind nicht stark verlaufen, so wie sonst immer. Wenn das natürlich auch dazu beiträgt und hilft, dass die Zellen nicht mehr so arg verlaufen, gerade mit unserem Vinylkleber, dann hat das auch schon seinen Zweck erfüllt, sage ich jetzt mal. Okay, dann habt ihr jetzt einfach mal die Puppen gesehen. Oder ich zeige es euch nochmal geschwind. Also wie gesagt, nicht so auf das Bild achten, war nur zum Test. Okay, und es gibt eine ganz weiche, glatte Oberfläche. Also anders wie sonst eigentlich immer. Gut, ich werde es weiter testen und dann schauen wir mal. Also, dann macht's gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen wieder. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss. Bye.